Herzlich willkommen beim Invest in Best YouTube-Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hartnagel. Und heute sind wir vor einem Münzdom, vor einem Münzprägedom. Und lieber Hannes, erzähl mal ein bisschen, was geht's heute? Ja, heute sind wir in der schönen Stadt Hall, Halle in Tirol. Hall ist an und für sich bekannt aus zwei Dingen. Einmal aus dem Grund, da es eine Salinenstadt ist, hier hat man früher im Halltal Salz abgebaut und natürlich mit der Innschifffahrt am Fluss Inn, das natürlich über die Wege weiterverteilt. Auch natürlich hochinteressant die Nähe zu den Bergwerken, wo früher Silber, Zinn und Blei abgebaut worden ist und natürlich auch die Nähe zu Italien. Von dem her war das immer schon ein guter Umschlagplatz, ein guter Platz für Geschäfte. Heute sind wir hier auch, hinter uns eben der Münzturm. Hier, der ist sehr bekannt worden aus dem Grund, da er 1465 zum ersten Mal eine sehr kommerzielle, große Münzprägemaschine hier ihre Arbeit getan hat. Und diese konnte 4000 Stück Silbermünzen am Tag prägen. Und das war dazu mal natürlich bahnbrechend. Christine Lagarde kostet das natürlich einen müden Lacher. Sie kann größere Summen in einer Sekunde drucken, als wir dazu mal hier geprägt worden sind. Dennoch ist es als Meilenstein in der Geldgeschichte hier eingegangen und auch hat Hall seine Bekanntheit und seine Wertigkeit auch erhalten. Benjamin, wenn ich das Stichwort Silber sage, und Silber ist momentan natürlich in aller Munde, Silbergold ist momentan das Thema an den Märkten, die Preise steigen vermeintlich, alle Leute freuen sich, die Silberhosse, die Goldhosse hat sozusagen richtig begonnen und wir stehen erst am Anfang einer großen Explosion. Aber Benjamin, ist es wirklich so oder werten die Währungen so massiv ab? Wie ist da die Relation zu sehen? Ich glaube, sehr gut, dass du das Thema ansprichst. Weißt du, die meisten schauen ja immer schauen auf einen Aktienmarktcrash. Ja? Es geht immer um dieses Wort Crash, ja? Ob jetzt vielleicht bricht wieder der Immobilienmarkt zusammen wie 2008 oder eben im Jahre 2000 der neue Markt zusammengebrochen ist oder eben in Amerika die Technologiebörse Nasdaq. Aber um das geht es gar nicht mehr. Ja? Also es geht, was wir hier sagen wollen ist, es geht nicht mehr darum, ob jetzt vielleicht eine Börse mal 50% abwertet. Es geht nicht darum, dass die Wohnung vielleicht 30-40% abwertet. Das, wo wir jetzt stehen, ja, es ist viel, viel signifikanter, weil dieses Mal geht es wirklich darum, dass alles, in dem wir was preisen, ja, also zum Beispiel alles, was wir einen Wert geben, das ist immer der Dollar, der Euro, der Yen, Schweizer Franken, was auch immer, all das wird bald nicht mehr das sein, was wir kennen. Und das ist eine ganz, ganz andere Form einer Krise, als wie das mal ein Aktienmarkt 70% zusammenbricht und vielleicht die Pension dadurch kurzfristig, wie es ja 2008 auch war, ordentlich im Minus ist zum Beispiel. Ja? Oder auch natürlich die Anleihenmärkte. Das ist nicht mehr das Thema. Jetzt geht es wirklich darum, dass eben die Währungen wirklich steil bergab gehen und all das, was wir preisen, mehr oder weniger sich in Luft auflöst. Und dann, wenn dieser Prozess vorbei ist, ja, dann wird erst wirklich, Hannes, die Wahrheit an das Licht kommen und dann sehen die Leute, oh mein Gott, was ist denn hier wirklich passiert? Also der Fokus, und das sprechen wir ja viel, der Fokus ist einfach von der Anleger, von der breiten Anlegerschaft und von den Investoren ist vollkommen der falsche, das ganz der falsche Fokus. An und für sich, Benjamin, ein eigenes Video müssen wir unbedingt machen zu den Pensionen. Denn ich glaube, auch die Pensionen sind für viele, viele Menschen wirklich real in Gefahr. Absolut. Nicht nur besonders in Amerika, als auch in Europa. Ich glaube, da machen wir ein eigenes Thema drüber, da ist ein großer Fokus und da ist wirklich ein großer Gefahr im Verzug, wie es bei der Polizei heißt, wo ich herkomme. Und da ist wirklich was im Gange. Aber Benjamin, Christine Lagarde hatte schon 2014 am Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt, die einzige Lösung, zusammengefasst jetzt, die einzige Lösung ist ein globaler Währungsschnitt. Benjamin, sind wir mitten in diesem globalen Währungsschnitt schon drinnen, ohne dass es die meisten merken? Also unter einem Währungsschnitt verstehen viele, dass man zum Beispiel so wie in der Sowjetunion damals, Sonntag kommt die Entscheidung, Montag du wachst auf und dein Geld ist 1 zu 1000 circa abgewertet, also komplett vollkommen wertlos. Das ist natürlich, das haben wir so im Währungsschnitt im Kopf, aber so wie es derzeit aussieht, läuft vieles auf eine große Inflationswelle hinaus. Nichtsdestotrotz wissen wir aber natürlich, ja, dass vielleicht Judy Shelton im Jahre 2022 den Fed-Chair, also den Fed-Vorsitz übernimmt und somit Jerome Powell ablösen wird. Und dann kann natürlich eine Einführung des Goldstandards wieder kommen. Die Frage ist natürlich immer die, wird es wirklich eine Wochenendaktion, dass man es einfach von Sonntag auf Montag durchführt oder lässt man einfach das System so weit, die Inflation so weit außer Ufer kommen, dass man am Ende, wenn es dann quasi schon vorbei ist, wenn alle aufwachen, dass man dann das Geld wieder mit Gold hinterlegt. Benjamin, ich komme ja auch noch aus der Realwirtschaft, ich bin ja viel in der Realwirtschaft verankert und beschäftige mich natürlich auch viel mit den Finanz- und Geldmärkten als auch mit der Realwirtschaft und da fällt mir einfach immer auf, immer wieder
kreist die Zahl 2030, Agenda 2030, immer das Jahr 2030 mehr oder weniger so als Ziel der fertigen Implementierung dieser neuen Welt, was da auf uns zukommt. Auch Davos Weltwirtschaftsforum, auch genau, heuer wieder im Frühjahr oder im Winter eigentlich, war das mehr oder weniger das große Thema, dass die große Industrialisierung 4.0, die Digitalisierung 4.0 etc., dass das alles jetzt erst begonnen hat und dass wir bis 2030 den Abschluss sehen. Wie gesagt, den Abschluss ist meistens, die letzten Jahre sind dann sehr ruhig und da ist alles schon implementiert. Ja. Die großen Umbrüche, die großen Einschnitte sind auch immer relativ am Anfang zu finden. Wie gesagt, momentan erleben wir eine Zeit, ich will fast schon sagen, des künstlichen Aufschwungs. Den Leuten geht es wieder gut, es wird Helikoptergeld verteilt, es wird gefördert, es wird geschaut auf Wohlstand, auf Zufriedenheit, es wird geschaut überall. Kurzfristig wirkt das super. Dass man auch die ganzen Menschen bezahlt, damit sie nicht Aufstände machen. Genau. Also momentan ganz, ganz viel, eben, um die Leute ruhig zu halten. Beispiel auch Social Distancing etc. Möchte keine Theorien oder irgendwas nur in irgendeine Richtung denken, aber an und für sich, es wird sehr viel dafür getan, damit eben das alles so stattfinden kann. Wie in den USA derzeit, muss man das die Helikoptergelder, die jetzt wieder vor der Wahl wieder von 1200 Dollar pro Kopf, pro Amerikaner, und man will es sogar schon für Kinder zusätzlich nochmal 1200 Dollar verteilen. Hannes hat vollkommen recht, man will hier einfach eben die Menschen beruhigen, was auch verständlich ist, logischerweise, weil der Schaden ist ja schon vorher angerichtet worden. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Christine Lagarde und was sie in Davos gesagt hat. Natürlich, also wir sind uns ja einig, dass hier schon im Hintergrund definitiv in einem neuen Weltfinanzsystem geschleift wird. Jeder weiß schon, dass es vorbei ist. Es sind natürlich nur die Menschen, die natürlich wieder, wie immer in der Geschichte, immer und immer wieder, die ganze Zeche bezahlen müssen. Und das ist eigentlich wirklich das Schlimme. Und ja, es wird auf jeden Fall vor 2030, da glaube ich, kann ich auch für Hannes und mich sprechen, wir sind der Meinung, dass es vor 2030 zu diesem Riesenumbruch noch kommt. George Orwell sagt, wer es der Geschichte nicht lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Und ich glaube einfach, ganz, ganz viele Menschen, die sich jetzt nicht vorbereiten, jetzt nicht die Chancen sehen und erkennen, die sind dazu verdammt, eben aus der Geschichte wieder, oder die Geschichte wird zu wiederholen und die gleichen Dinge durchzumachen, die Menschen an und für sich schon hinter sich hat. Von dem her, von vorne anfangen. Einzelne weniger und die Zeichen richtig sehen, werden die großen Gewinner dieser epochalen, das ist dieses epochalen Umbruchs herausgehen können. Und ich glaube einfach, dass wir bei Invest in Best hier wirklich toll vorbereitet sein. Wir haben mittlerweile eine so fantastische Gemeinschaft, eine Wahnsinn. Community, wirklich, wo der Austausch auch 10 stattfindet. 10 Millionen Daumen hoch. Und ich bin da wirklich auch sehr, sehr dankbar dafür. Benjamin, momentan, wie gesagt, ist viel im Umbruch. Und hinter mir die Zahnräder, oder die Zahnräder, die Wasserräder, zeigen es auch deutlich. An und für sich, das Wasser ist immer im Fluss. Wenn es nicht im Fluss ist, wenn es gefroren ist, ist es mehr oder weniger starr und tot und bringt auch kein Leben hervor. Aus keinem Eis kann irgendeine Blume, eine Pflanze, irgendwas wachsen. Und deswegen muss Wasser, wenn es im Leben ist, wenn es im Fluss ist, bringt viel Leben, bringt Wachstum und Wohlstand. Ja. Und dann treibt es auch diese Wasserräder an und bringen Energie, die wir Menschen wieder umwandeln können. Und ich glaube, genau um das geht es. Genau. Wir sind hier, um umzuwandeln, um unseren Mehrwert in diese Welt hineinzubringen, um unsere Bedeutung zu geben. Und ich glaube, das macht einfach richtig Sinn und Spaß. Und da auch der große Aufruf dazu, gerade jetzt, in diesen Zeiten der Unsicherheit, wo viele lieber zu Hause bleiben und sich verstecken, mehr das oder weniger, Bargeld mitnehmen, das Bargeld mitnehmen, auf den alten Systemen festhalten, jetzt den Mut zu haben, aufzubrechen und auch in eine Zeit zu gehen, mit Unternehmergeist, mit Schaffenskraft und eben mit dem Gedanken, einen Mehrwert hineinzubringen, dann, glaube ich, kommt man als großer Gewinner dieser epochalen Chancen heraus. Benjamin, ich glaube, wir zwei versuchen das Ganze. Wir versuchen wirklich einen Mehrwert euch zu geben, euch zu liefern. Und damit ihr und wir zusammen gemeinsam bestmöglich für diese Zeit vorbereitet sind. Ja, super, Hannes. Ich glaube nochmal, was du gesagt hast, alles muss im Fluss bleiben. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wir bei Invest in Best nehmen sehr viel aus der Natur heraus. Ja, wir passen uns an, weil die Naturgewalten sind stärker wie wir Menschen. Das haben wir an etlichen Beispielen schon, glaube ich, gesehen. Und deswegen, es hat keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. Es hat nur einen Sinn, mit dem Fluss zu gehen. Und das ist genau das, was wir bei Invest in Best machen. Wir hören auf das, was uns die Natur sagt. Und dafür gibt es die natürlichen Zyklen. Die sind dafür da. Und ja, wie gesagt, Hannes hat eh schon gesagt, wenn ihr da Lust habt, schaut bei uns vorbei, gebt uns unbedingt diesen Daumen hoch für dieses Video, abonniert unseren Kanal, schreibt uns auch in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie geht es jetzt weiter, kommt der große Umbruch bald oder wird es wirklich noch bis 2030 dauern? Und vergesst bitte niemals, die Zyklen schlafen nie. Nutzen wir deshalb die Chancen daraus. Bis bald, danke fürs Zuhören.